Ja, einen schönen guten Morgen, Frau Professorin Geveshuber aus Wien. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt hier auf digitalem Weg begegnen. Zur kurzen Vorgeschichte. In meiner Zeit als Hochschulfahrer in der KAG Konstanz durfte ich Frau Professorin Geveshuber einladen zu einem Vortrag in der KHG zum Jubiläum und ich freue mich, dass sie zwei Jahre später wieder jetzt hier für uns zur Verfügung steht in der KHG Freiburg. Frau Professorin Geveshuber ist Physikerin, Bionikerin, Ingenieurin und war Wissenschaftlerin des Jahres einmal und ist weiterhin führende Persönlichkeit auf ihrem Gebiet. Aber ich würde Sie bitten, Frau Professorin Geveshuber, ein paar Takte über sich selbst zu sagen. Ja, danke schön, Herr Pfarrer Huber, für die liebe Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt nach Konstanz auch in Freiburg zu Ihnen sprechen darf. Das wird sicher sehr spannend und sehr schön und ich freue mich auch schon auf die Fragen. Ja, ein bisschen was zu mir. Ich bin Bionikerin, also ich lerne von der belebten Natur für Anwendungen in der Technik. Ich gehe mit neugierigen, interessierten Augen entweder direkt raus in den Wald, in den Regenwald, ins Meer und schaue mir die Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen an und auch ihre Beziehungen zueinander und abstrahiere die grundlegenden Prinzipien, transferiere sie in die Technik und dann soll im Endeffekt etwas rauskommen, das ich als positive Technologien bezeichne. Also Technologien, die für den Menschen und für die Umwelt im besten Fall positiv sind und im schlimmsten Fall neutral, aber nicht nachteilig. Jawohl, vielen Dank. Und wir sind ja gespannt auf Ihren Vortrag am 26. Juni, am 23. Juni, Entschuldigung. Und wir möchten ein klein bisschen neugierig machen auf das, was die Zuschauerinnen und Zuschauer, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Vortrag erwartet. Sie haben nämlich ein Buch geschrieben über die Zukunft, so wie Sie sie sich vorstellen, und zwar aus einem sehr breiten Horizont heraus. Sie bringen Ihre Expertise als Bionikerin, Physikerin, Ingenieurin hinein, aber auch als in Ihrer Kompetenz im Bereich der Ökologie, aber auch als Wissenschaftlerin und aufgrund Ihres Einblicks in Lehre und Forschung. Und Sie legen also ein sehr komplexes, umfassendes Szenario vor, wie das 22. Jahrhundert nach Ihren Vorhersagen aussehen wird. Und da würde ich Sie gerne fragen, wenn Sie jetzt ins 22. Jahrhundert gebeamt werden würden, worauf würden Sie sich freuen? In welchem Bereich hätten Sie vielleicht Sorgen? Und vielleicht auch die Frage, für wie wahrscheinlich halten Sie, dass Ihre Vorhersagen genauso zutreffen, würden Sie überrascht sein, bei all dem, was tatsächlich so eintrifft, oder dass es vielleicht doch anders sein könnte, als Sie es beschreiben? Ja, danke schön für diese Frage. Ich denke einmal, wenn die Entwicklung der Menschheit so weitergeht wie bisher, ja, wenn also keine großen Katastrophen unsere Gesellschaft zerbrechen lassen, dann wird die Zukunft von einer Art Koexistenz von menschlicher und künstlicher Intelligenz dominiert werden. Es wird dies zu einer Dominanz, einer neuen Form von Vernunft führen, die Vor- und Nachteile haben wird. Einerseits denke ich, wird es sehr gut sein, weil der Mangel, der derzeit bei uns im Gesellschaftssystem ja so typisch ist, infolge von diversen Egoismen der einzelnen Akteure, dieser Mangel wird langsam ausgeschaltet werden. Das ist gut. Was ich als negativ sehe, ist, was wir jetzt auch schon ansatzweise feststellen können, dass die Menschen vereinheitlicht werden. Dass es ein übergeordnetes System gibt, das nicht dem Menschen feindselig gegenübersteht, also nicht wie ein Big Brother, aber das dennoch diese Konformität fördert und belohnt.
Und das ist meiner Meinung nach schon bedenklich. Aus der mittelfristigen Entwicklungsperspektive für die Menschen und langfristig ist eine derartige Entwicklung ja wie eine Einladung mit dem goldenen Löffel im Mund auszusterben. Ich glaube, wenn ich in der Zukunft ankomme, dann wäre ich überrascht von der Stille und auch von der optischen Langweiligkeit, mit der ich konfrontiert bin. Warum still, warum optisch langweilig? Die Leute kommunizieren, aber sie kommunizieren mit eingepflanzten Kommunikationsmitteln. Die sieht man von außen nicht. Jeder der Menschen wird hören, teilweise sehen, was sie hören und sehen wollen. Die Informationsströme sind total individualisiert. Die Gestaltung der Informationsströme ist auf die virtuelle Ebene verschoben und ich glaube, dadurch wird langfristig dann auch die reale Ebene vernachlässigt werden. Außenstehende wie ich ohne Implantate wären enttäuscht. Was mich auch nicht wirklich freuen würde, wäre das Essen. Es wird wahrscheinlich sehr gute und abwechslungsreiche vegetarische Kost geben, aber auch hier werden Standards vorherrschen. Ich glaube, das aktive Kochen in der eigenen Küche wird langsam verlernt werden, was natürlich ein bisschen schade ist. Was aber die Reise auf jeden Fall wert sein wird, werden Illusionen sein. Also man wird sich innerhalb von wenigen Sekunden in jedes beliebige Umfeld beamen lassen können. Und die wunderbarsten Reisen unternehmen. Schon jetzt gibt es natürlich Weltendesigner in den Filmstudios, in den Spielestudios, aber dieser Berufsstand wird meiner Meinung nach in der fernen Zukunft die größten Superstars darstellen. Und vielleicht, hoffentlich, wenn wir Glück haben, werden die Menschen in der Zukunft ihren Humor wiederfinden. Es könnte sein, dass im 22. Jahrhundert wieder etwas mehr gelacht wird. Und das wäre natürlich schön. Ja, und Herr Pfarrer Huber, zu Ihrer zweiten Frage, ob ich überrascht wäre über Dinge, die nach meinen Vorhersagen eingetreten sind oder auch nicht. Ich denke, bis jetzt wurde noch jeder Zukunftsprophet von der Wirklichkeit enttäuscht. Wenn ich einem Menschen der 60er Jahre erzählt hätte, dass wir 60 Jahre später trotz positivster Entwicklungen noch keinen einzigen Menschen am Mond haben leben haben, ja, wäre ich damals wohl ungläubig ausgelacht worden. Wenn ich aber derselben Person mein Handy vorgeführt hätte, dann wäre diese Person wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen. Das Problem mit den meisten Entwicklungen ist, dass sie schon kommen, aber nicht zu der Zeit, zu der man sie erwartet. Und dass sie sich natürlich völlig anders entwickeln als gedacht. Für mich ist es auf jeden Fall unvermeidlich, dass der Mensch und das Werkzeug im Rahmen der Koevolution verschmelzen werden. Also alle Menschen werden das hören, werden das sehen können, was sie sehen oder hören wollen. Was nicht kalkulierbar ist und was aber daraus entsteht, sind geistige Veränderungen und Konflikte. Die digitale Rüstung der Zukunft, die unterschiedliche Ausbreitung der Virtualität in den verschiedenen Weltregionen und auch die neuen Denkströmungen der kommenden postideologischen Zeit sind einfach in ihren Auswirkungen nicht vorhersehbar. Es gibt da so einen unbekannten Faktor X, also eine Entwicklung, die gar nicht vorhersehbar ist. Da es sie zur Zeit der Zukunftsvision einfach noch gar nicht gegeben hat. Also was ganz, ganz Neues. Und auf Basis dieser Überlegungen geht es in allen Zukunftsvisionen eigentlich nicht darum, in allen Punkten recht zu haben, sondern Trends aufzuzeigen, Entwicklungen aufzuzeigen. Sie haben angesprochen, dass ja ganz viel Entwicklung oder ein großer Teil der Entwicklung in die Zukunft hinein mit der Art und Weise der Kommunikation zusammenhängt, ja, mit der Art und Weise des Sprechens, mit der Art und Weise der Fragen, die wir stellen, auch mit der Art und Weise, wie wir
Informationen verarbeiten und vernetzen. Und da sind wir ja auch so im Bereich von Lehre und Forschung heute, weil die Studierenden von heute, auch die jetzt hier in der KHG beispielsweise sind, beitragen werden zu den entscheidenden Weichenstellungen und auch in welche Richtung wir gesellschaftlich und auch technologisch gehen möchten. Wie beobachten Sie heute die Lehre und Forschung an den Universitäten? Werden da denn die richtigen Fragen gestellt? Sind wir da auf dem richtigen Weg zu kommunizieren, Ihrer Weise, um die wirklich entscheidenden Fragen der Menschheit auch in den Blick zu nehmen? Und ja, was würden Sie uns da mitgeben? Ja, also ich denke, die Frage, ob wir heute die richtigen Fragen stellen, ist nicht leicht zu beantworten. Im Prinzip kann man ja nur die richtigen Fragen stellen, wenn man die Antwort schon kennt. Aber es ist klar, dass die Fragestellungen sich heute verschieben. Im heutigen Wissenschaftsbetrieb geht es teilweise weniger darum, konkreten Wissensmehrwert zu schaffen, sondern es geht um möglichst erfolgsversprechende Projektanträge, Forschungsförderungsanträge, um möglichst viele Publikationen. Und diese beiden führen zu einem gewissen Opportunismus in der Forschung, der für die Freiheit der Wissenschaft eventuell sogar schädlicher ist als ein Aushungern des universitären Bereichs. Heutzutage produzieren wir mehr Informationen denn je. Das Wissen in jedem Fach verdoppelt sich alle paar Jahre. Aber die Auffassungsgabe der Menschen verändert sich nicht, hat ja kaum zugenommen. Und die Frage ist deswegen paradoxerweise, oder die Folge ist deswegen paradoxerweise, dass wir uns immer mehr spezialisieren müssen und dass wir wegen dieser Spezialisierung dann auch immer mehr von immer weniger wissen. Das ist nicht nur ein Problem in der Wissenschaft, auch im Alltag fühlen sich viele Menschen diesem Informationssturm hilflos ausgesetzt. Und was ist die Folge davon? Sie beginnen als Notlösung zu selektieren. Informationen zu selektieren, nicht nach ihrem Wahrheitsgehalt, sondern nach eigenen Präferenzen. Und das ist eine große Gefahr, weil die sogenannten Fake News einen Vorteil gegenüber der Wirklichkeit haben. Es wurden nämlich designt, um attraktiv zu wirken. Das ist eine sehr große Gefahr. Und Sie haben jetzt gesagt, worauf es, oder Sie haben gefragt, worauf es meiner Meinung nach bei der Fragestellung besonders ankommt. Ich denke, ganz wichtig ist es, in diesem Wust von Informationen, in diesem Wust von Wissen, in diesem Wust von möglichen Fragen, einen Weg zu finden, einen Weg mit diesem Ozean an teilweise ungeordnetem Wissen umzugehen. Vor allem Wissen, das durch anderes Wissen hergeleitet werden kann oder eine falsche Priorität hat und das anderes, wichtigeres Wissen überlagert, sollte nicht als Ballast gesehen werden, sondern als Problem. Ich war immer schon davon überzeugt, dass es ganz wichtig ist, nicht nur strukturiert zu lernen, sondern auch strukturiert zu vergessen. Und ich denke, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass wir dieses wuchernde Wissensfeld beginnen zu jäten und einen kleinen, aber wertvollen Garten des Wissens und vielleicht sogar des Verstehens anlegen können. Ja, wenn Sie den Garten ansprechen, und die Natur, dann fällt mir ein, ja, wie Sie auch beschreiben, wie Sie auch das wissenschaftliche Denken gelernt haben. Sie beschreiben da an einer Stelle, wie Sie als kleines Kind selbst den Zusammenhang zwischen den Samenkörnern in einer Pflanze und dem
der neu entstehenden Pflanze entdeckt haben und daraus auch gefolgert haben, es kommt darauf an, auch eigenständig an Fragen in der Natur auch heranzugehen, auch sich selbst auf Entdeckungsreise zu machen, anstatt eben vorgefertigte, bereitete Informationen zu konsumieren auch. Ja. Und da in dieser Beziehung, da denke ich, sind Sie, oder in dieser Art an Forschung heranzugehen, sind Sie für viele ein Vorbild. Also deswegen vielleicht zwei Fragen kombiniert. Ja, zum einen hatten Sie selbst Vorbilder in der Art und Weise, wie Sie als Wissenschaftlerin geworden sind und Ihre eigene Art und Weise des Fragens entwickelt haben? Oder war das sozusagen diese Ursprungserfahrung aus der als Kind im Garten? Und was würden Sie unseren Studierenden raten, mit ja offen zu bleiben, einen offenen Blick zu haben für die Welt wahrzunehmen, neugierig zu bleiben und sozusagen einen eigenen Forschergeist auch zu entwickeln? Ja, also Sie haben es eh schon angesprochen. Also ich glaube, ich wurde maßgeblich durch diese Erfahrungen in meiner Jugend geprägt. Ich habe schon als Kind immer sehr gerne und sehr neugierig geschaut, hingeschaut, analysiert zu allem, was lebt, habe mir von meinem Kater die Welt zeigen lassen und dieses wichtige Erlebnis, das ja nicht in kurzer Zeit passiert ist, sondern über viele, viele Monate, dass ich draufgekommen bin, wie ein Samenkorn funktioniert, hat mich einfach als Wissenschaftlerin geerdet, hat mir das wissenschaftliche Selbstbewusstsein verliehen, schon in sehr jungen Jahren, dass ich weiß, ich kann was Neues finden und hat mich damals, glaube ich, auch schon in Richtung Bionik, obwohl ich noch gar nicht gewusst habe, dass das gibt, ja, geleitet. Ich denke heute immer noch, dass man von jeder Pflanze und von jedem Tier was lernen kann. Und ja, die Inspiration aus der Natur geht einfach niemals, niemals aus. Welche Hinweise ich Studierenden geben kann oder wie ich auch das Leben mit meinen Studierenden, die wissenschaftliche Zusammenarbeit lebe, ist folgendermaßen. Ich sage ihnen immer, es ist ganz, ganz wichtig, neugierig zu sein und Nein sagen zu lernen. Ohne Neugier verlieren alle Dinge an Attraktivität und werden einfach so hingenommen. Albert Einstein hat ja gesagt, es gibt zwei Arten, das Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Und ich glaube an Letzteres. Um die Wunder dieser Welt zu erkennen, muss man sie aber schon erkennen wollen. Und deswegen ist vor allem bei Studierenden wichtig, dass sie die Universität oder die Angestellten der Universität nicht nur als Dienstleister sehen, ja. Es sollte Eigeninteresse vorliegen, die Neugier für das eigene Fach. Und ich denke, wenn diese beiden Grundvoraussetzungen da sind, dann wird das ganze Studium zu einer Entdeckungsreise, zu einer Wissensleidenschaft, ja. Was zum Nein sagen führt, das ist nämlich genauso wichtig. Ich denke, wenn man weiß, was man will, weiß man auch, was man nicht will. Und da merke ich bei jungen Kollegen und Kolleginnen, da fehlt mir sehr oft die Konsequenz. Also sehr oft werden von den jungen Menschen Kompromisse eingegangen, die zu einer Überlastung führen und in weiterer Folge dann zur Betriebsblindheit. Und dann macht auch das Lernen bzw. das Forschen später keinen Spaß mehr. Also ich würde den jungen Leuten von heute raten, rechtzeitig auf den Tisch zu hauen und lieber in jungen Jahren ein Risiko einzugehen, als den falschen Weg einzuschlagen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich an der Stelle, Frau Professorin Gebeshuber, für das Interview, dass Sie
zu uns Ja gesagt haben, auch wenn das Nein sagen der wichtige Tugend ist. Aber wir freuen uns, dass ja über Ihre Bereitschaft einmal jetzt vorab so einen kleinen Vorgeschmack zu liefern auf den gemeinsamen digitalen Vortrag dann mit Ihnen am 23.06. Und ja, dass Sie ja mit uns in Kontakt bleiben und dass Sie uns noch einen tieferen Einblick in Ihr Buch, in Ihr Wissen, Ihre Forschung ermöglichen werden. Dafür jetzt schon mal ein ganz herzliches Dankeschön und wir freuen uns auf die nächste Begegnung mit Ihnen. Ja, danke schön. Ich freue mich auch.